Wo kommst du her? Wo du jetzt herkommst, will ich wissen. Du warst wieder bei diesem Karl, stimmt's? Sie hat die Alarmanlage ausgeschaltet, bevor sie ging. Oh, schlimm. Du hast dich hier reingeschlichen wie ein Dieb. Du hast deinen Vater und deine Mutter belogen. Und du bist zu diesem Kerl auf seine Party gegangen, obwohl ich es dir verboten hatte. Ja, jetzt schau nicht so, du bist gerade 14, da kann man doch nicht... Bullshit. Ach, Bullshit ist das also. Dann will ich dir mal sagen, was kein Bullshit ist. Das, was wir immer wieder besprochen hatten. Nach den Osterferien gehst du aufs Internat. Und dann werden wir mal... Ich geh nicht aufs Internat. Sicher sein. Und wenn dieser Typ oder irgendein anderer Mensch auf der Welt es wagen sollte, mir da entgegenzutreten, dann werde ich mal kurz meine Kontakte spielen lassen. Und das, meine liebe Tochter, ist bisher noch niemand gut bekommen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Und jetzt ab ins Bett. Wanda? Ja. Wie lange bist du denn schon auf? Seit 5, mein Schatz. Oh, was ist denn das für ein Scheißfall? Zum Glück nichts für die Mordkommission. Wie schade. Thank you.
Moin, Jan. Moin, moin. Und? Fall schon gelöst? So fast wie immer. Dann kommst du dazu, dann geht's wieder von vorne los. Also, der Tote heißt Arno Dahm, ist 43 Jahre alt. Wie heißt der? Dahm, D-A-H-M, ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Fair Global GmbH. Wo habe ich das schon mal gelesen? Auf deiner Kaffeepackung vermutlich. Ja, möglich. Also diese Firma importiert zu fairen Bedingungen Konsumgüter aus der dritten Welt, um sie hier in Deutschland zu fairen Preisen in den Handel zu bringen. Genauso. Von denen ist der Geschäftsführer umgebracht worden? Und das alles ist unfair, würde ich mal sagen. Morgen. Morgen aufstellen. Morgen. Kopfverletzung, ne? Mhm. Ja, sonst hat er nichts. Jedenfalls nichts Sichtbares. Patricia, sollen Sie vorher anrufen? Ist recht. Kastorf? Ja, wie heißt der Tote, den ihr euch gerade anguckt? Dahm, Arno Dahm, D-A-H-M. Mitte 40, dunkelblond und zierlich? Ja, genau. Wieso? Ich bin gleich bei euch. Hey, Wanda, warte mal. Aufgelegt. So ist sie halt. Nee, so ist sie nicht. Nanu, hat deine Holde dich versetzt? Sieht so aus. Na, ruf sie doch mal an. Sie gehen nicht ran. Weiber. Ich will mal diesem Jannik Müller auf den Zahn. Dahms Geschäftspartner? Ich dachte, der ist auf einer Familienfeier im Westerwald und nicht zu erreichen. Das stimmt, aber diese Fair Global ist Mitglied im Exportverband. Ja, und die können mir ja sicher was über diesen Herrn Müller erzählen. Das ist eine gute Idee. Komm doch mit. Nee, lass mal. Waren aber so aufgeregt am Telefon, da stimmt was nicht. Ach, du hast doch bloß Schiss vor 2 Wochen Dosenfutter. Ach, du Blödmann. Memme. Thank you.
Die IEVH, Herr Kommissar, ist ein Zusammenschluss der führenden Hamburger Exporteure. Wir betreiben Lobbyarbeit. Kann ich daraus schließen, dass Sie genau Bescheid wissen, was sich im Hamburger Exportgeschäft so tut? Selbstverständlich. Das können Sie. Wissen Sie denn auch, dass der Mitinhaber der Fair Global, Herr Dahm, heute Morgen... Ja, leider. Ach, und woher wissen Sie das? Zwei weitere Mitglieder von uns arbeiten bei der Fair Global in gehobenen Stellungen. Und die haben Ihnen Bescheid gesagt? Ja. Es hat mich wie ein Schlag getroffen. Ja. Dann kennen Sie sicher auch den Partner von Herrn Dahm, Herrn Yannick Müller. Ein ausgezeichneter Kaufmann. Und wie war das Verhältnis zwischen Herrn Dahm und Herrn Müller? Gut und aufrichtig, soweit ich das beurteilen kann. Jetzt haben Sie aber lange nachgedacht, Herr Dursthoff. Nun, Herr Kommissar, ich möchte hier keinen falschen Eindruck erwecken. Den erwecken Sie nur, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Wir merken so etwas. Meistens. Nun gut. Herr Yannick Müller und sein Partner Dahm wollten sich wegen unterschiedlicher Geschäftsauffassungen voneinander trennen. Das jedenfalls hat mir Müller bei der letzten Versammlung der IEVH erzählt. Ach, und hat er auch erzählt, wieso? Offensichtlich ging es um größere Verluste der Firma, an denen Müller seinem Partner die Schuld gab. Wanda? Wanda! Wanda! Ja, Herr Kastorf hier. Verbinden Sie mich bitte mit dem Landeskriminalamt. Und? Keine Spur. Weiber. Was sagt die Staatsanwaltschaft? Wir haben keine Ahnung. Sie wollte um 9:30 im Büro sein. Na sowas. Na, vielleicht ist sie noch zum Friseur oder lässt sich ihre Nägel machen. Du und die Frauen. Das LKA hat schon übernommen. Wie bitte? Staatsanwälte leben gefährlich. Wenn da mal einer überfällig ist, gibt's sofort Alarm. Hast du noch was über den Toten rausgefunden? Ja, hab ich. Dieser Dahm scheint ein echter Gutmensch gewesen zu sein. Gutmensch? Der hat sich nicht nur mit seiner Firma für einen ausgeglichenen Handel mit der Dritten Welt engagiert. Nein, der war auch in seiner evangelischen Kirchengemeinde sehr aktiv. So. Ach nee, verflixt. Moment, komm gleich. Da. Ob Schule, Freundschaft, Elternhaus, wann immer ihr Sorgen und Nöte habt, Arno Dahm ist für euch da. Jetzt nicht mehr. Du sagst es. Ja, ich habe diesen Typen immer misstraut. Seelsorgern? Nee, Gutmenschen meine ich. Die haben meistens den dicksten Dreck am Stecken. Kastorf? Ja, Pia, weißt du was? Was? Also, das ist jetzt neu. Ach, seit 2 Monaten liege ich jetzt der Verwaltung in den Ohren. Aber denkst du, die bringen mir einen neuen? Nee. Ja gut, kann man nichts machen. Danke für den Rückruf. Tschüss, du. Das war Wandas beste Freundin. Hm? Sie weiß auch nicht, wo sie ist.
Was gibt's zum Mittagessen? Ich habe Rehrücken gemacht. Gut. Wo ist Doro? Die Schule hat eben angerufen. Doro ist nicht zum Unterricht erschienen. Dam starb nicht durch den Schlag mit dem Knüppel, sondern durch den dadurch resultierenden Stoß auf den Hinterkopf. Ein Knüppel? Umwickeltes Stahlrohr, Totschläger, sowas in der Art, ja. Also Profis. Kannst danach gehen. Obwohl es eher unüblich ist, dass Profis so lange brauchen, bis sie ein Opfer zubereitet haben. Seltsamer Ausdruck. Es hat also einen Kampf gegeben. Die Spuren dafür sind eindeutig. Dam war in seiner Jugend im Ringerverein. Das haben seine Angreifer vermutlich nicht gewusst. Also keine Profis. Danke, Patricia. Jan? Seit wann heißt du Jan? Verstehe. Ich habe das mit Frau Wilhelmi gehört, dass sie verschwunden ist. Wenn du Hilfe brauchen solltest, ein Gespräch oder so. Meine Privatnummer hast du noch, oder? Na klar. Das ist lieb von dir, Patricia. War das blöd jetzt? Nee, alles gut. Ich danke dir. Wo warst du heute Vormittag? Bei deinem Freund? Oder warst du wieder bei diesem Seelsorger, um dich bei uns zu beklagen? Ist dir eigentlich klar, wie sehr du mit diesem Verhalten deiner Familie schadest? Ich bin schließlich nicht irgendwer. Zum letzten Mal warst du bei diesem Seelsorger. Dieser Seelsorger, er wird dich nicht mehr belästigen. Der nicht und niemand anderer. Verlass dich drauf.
Du hast Hausarrest. Also, für mich ist das eine klassische Auftragstat. Ja. Und zwar, weil der Herr Saubermann Dahm sich mit seiner Moral etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und damit einem Nicht-Saubermann auf die Füße getreten ist. Möglich, ja. Hallo. Tag, Dia. Jenny! Ja. Hallo, Chef. Bin ich mir Ihr Chef? Sie sind doch jetzt beim LKA. Das ist richtig. Deswegen bin ich auch hier. Jenny? Das ist toll. Ja, finde ich auch. Und? Ja. Ich habe das mit Frau Wilhelmi gehört und habe mich sofort in die Soko Wanda einteilen lassen. Soko Wanda? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Bei einer verschwundenen Staatsanwältin? Keinesfalls. Da haben wir was gemeinsam. Er macht sich große Sorgen. Uns interessiert vor allem, woran Frau Wilhelmi vor ihrem Verschwinden gearbeitet hat. Und da dachte ich, frag doch mal den Chef. Der weiß das mit Sicherheit. Guter Ansatz. Ja, bin gleich wieder da. Bin nur schnell Patricia guten Tag sagen. Nicht weglaufen. Sie war die Beste in ihrem Lehrgang, da hat das LKA gleich zugegriffen. Na, wundert dich das? Bei diesem Vorbild? Ja. Na. Ganz schön unfair von Ihnen. Meine Solidarität als Frau zu appellieren, nur um mich dann einzukassieren. Das ist nicht unfair, das ist geschickt. Da rein. Wie kommen Sie darauf, Chef? Sie war extrem aufgeregt am Telefon, als sie von Dahms Tod erfuhr und wollte sofort zum Tatort kommen. Deswegen muss es jedoch nicht zwangsläufig einen Zusammenhang mit Ihrer Entführung geben. Sage ich auch nicht, aber ausgeschlossen ist es nicht. Eddie, kannst du zunächst ohne mich am Mordfall Dahm weiterarbeiten? Was heißt jetzt zunächst? Wir zwei sollten erstmal alle Fälle umkrempeln, an denen Wanda gearbeitet hat. Das macht schon die Soko. Aber hat die Soko auch einen Schlüssel zu ihrer Wohnung? Noch nicht. Aber ich. Sie hat sich immer Arbeit mit nach Hause genommen. Gut, bin dabei. Eddie. Deine Meinung? Na, ich habe ihn gewarnt damals. Lass die Finger von der Frau Staatsanwältin, habe ich gesagt. Die bringt ja bloß Ärger. Aber auf mich hört ja keiner. Ich wollte eigentlich von dir wissen, ob du an eine ernste Lage glaubst. Ach, was weiß ich? Vielleicht hat sie ja plötzlich den Mann ihres Lebens getroffen. Sitzt jetzt auf den Malediven, schlägt Eis. Du bist unmöglich. Weißt du das? Die Frau steckt vermutlich in ernsthaften Schwierigkeiten. Meinst du? Das ist möglich. Ich gebe auf meine Weise mit sowas um. Eine Scheißweise. Meine Mitstreiter und ich sind Mitglieder der RDGB3. Der was bitte? Der Radikaldemokratischen Gruppe zur Befreiung der Dritten Welt. Wenn Sie eine Mitstreiterin für die Befreiung der Dritten Welt sind, dann bin ich die Präsidentin des Roten Kreuzes. Hören Sie, wenn das hier ein blöder Scherz sein soll, oder irgendein Quatsch wird durchgeknallte Kids in Internetforen, dann beenden Sie den jetzt. Eine Staatsanwältin entführt man nicht so einfach. Es ist ein Kapitalverbrechen und ein direkter Angriff auf die Bundesrepublik. Und dafür sitzt man mindestens 15 Jahre.
Sie sagen uns jetzt... Sagen Sie, ist Ihnen eigentlich bewusst, was Sie hier gerade anstellen? Offensichtlich nicht. Dann hören Sie sofort auf damit und lassen Sie mich frei, jetzt. Hey! Mensch, Ben, hau ab! Was denn? Hallo, Mama. Du bleibst zu Hause, ja? Lebensgefahr? Wieso das denn? Übertreibst du nicht ein bisschen? Mann, Ben, du musst abhauen. Mein Vater läuft Amok. Im Ernst, der ist brandgefährlich. Warte. Ben! Feier im Westerwald. Bis heute früh, als Ihr Geschäftspartner angegriffen wurde. Nein, heute früh war ich auf der Autobahn. Da hat Sie ja wohl niemand bewusst gesehen, Herr Müller. Oder waren Sie vielleicht zufällig auf dem Rastplatz gegen 8.30 Uhr? Nein. Hat Sie denn jemand losfahren sehen in der Früh? Nein, meine Familie hat noch geschlafen. Alle. Ich bin leise aufgestanden und losgefahren. Das ist schlecht. Ich habe mir noch einen Kaffee. Sie hatten Streit mit Herrn Dahm. Es ging um die Ausrichtung Ihrer Firma. Ach. Schön, dass Sie das wissen. Um was genau ging es in diesem Streit? Ach. Und das wissen Sie nicht? Nein. Haben Sie mal Monopoly gespielt? Mhm. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie spielen das mit jemandem, der Sie bei jedem Zug fragt, ob er den auch mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ja, verstehe. Dahm hat sich für mein Gefühl zu sehr in Gerechtigkeitskriege verwickeln lassen, als sich ums Geschäft zu kümmern. Schließlich waren wir trotz allem Engagements für fairen Handel zwei Kaufmänner, oder? Mhm. Damit musst du zur Polizei. Zur Polizei? Bist du wahnsinnig? Mein Alter bringt mich um, so wie der drauf ist. Du übertreibst. Ach ja? Seelchen hat er auch umgebracht. Einfach abspritzen lassen. Nur weil so ein dämlicher Tierarzt meinte... Seelchen war ein Cockerspaniel. Und er hatte Krebs. Hatte er nicht. Er ging meinem Vater doch bloß auf die Nerven. Jetzt bleib mal cool. Also, ich glaube nicht, dass dein Vater den Dahm auf dem Gewissen hat. Aber er wusste doch, dass wir da waren und gepetzt haben. Wir haben doch gar nicht gepetzt. Wir haben uns nur Rat geholt. Weil du aufs Internat sollst, aber gar nicht willst.
Und Arno ist nun mal ein Seelsorger. Der ist halt für sowas da. Und dein Vater? Ja, dein Vater mag ja ein ziemlicher Penner sein. Aber sowas Herbes wie Mord an einem Kirchenheini? Nee, tut mir leid, sowas tut er nicht. Aber mir hat er auch gedroht und er hat gesagt... Jetzt hör mir mal zu. Du hast da was gesehen, was für die Polizei wichtig sein kann. Und dich hat doch auch einer von diesen Kerlen gesehen, oder? So, und genau deswegen musst du zu den Bullen. Mensch, stell dir doch mal vor, die Typen suchen nach dir. Dann schwebst du wirklich in großer Gefahr. Verstehst du mich? Hey, ich geh auch mit, okay? Ja, das war dann auch wieder so ein Ding. Da hat er sich auf jeden Furz eingelassen. Stand dann bei Eltern oder Lehrern vor der Tür mit seinem selbstgerechten Gesichtsausdruck. Hallo, Dame, mein Name. Ich komme von der evangelischen Kirche. Könnte ich einen kurzen Moment mit Ihnen über Ihr Kind sprechen? Ach, Sie waren da mal dabei? Nein, Gott sei Dank nie. Aber so geschwollen hat er immer dahergeredet, wenn er Unbill roch. Scheiße. Scheiße! Herr Müller, haben Sie denn eine Vorstellung? Nein, beim besten Willen nicht. Ich meine, Arno war manchmal ein selbstgerechtes Arschloch, aber so sehr, dass man ihn dafür umbringen muss, hat er dann doch nicht genervt. Ein Bier, bitte. Bist du eine Aufnahme für mich? Willst du mich beleidigen? Schieß los. Jenny und ich haben drei Fälle ermitteln können, an denen Banda gearbeitet hat. Eine Einbruchsserie in der Speicherstadt mit versuchtem Totschlag. Der dubiose Selbstmord eines hohen Gewerkschaftsfunktionärs. Und illegale Elektroschrottverschiffungen ins Ausland. Ich halte es für wahrscheinlich, dass man das Verschwinden mit einem dieser Fälle zu tun haben könnte. Bist du bei einem von diesen drei Fällen zufällig auf den Namen Arno Dahm gestoßen? Nee, leider nicht. Sonst wären wir einen Schritt weiter. Ja. Mann, bist du voll. Muss sein. Dann schließe ich morgen eine Verabredung mit dem Vorstand der evangelischen Gemeinde, für die unser Dame als Unbeauftragter unterwegs war. Ehrenamtlich, versteht sich. Ich weiß nicht, ob mich das gerade so brennend interessiert. Ja, du machst dir zu große Sorgen wegen deiner Frau. Wegen Frau Wander. Das löst sich alles im Wohlgefallen auf, wirst du sehen. Wenn Banda da ungeschoren rauskommt, dann mache ich ihren Heiratsantrag und schmeiß meinen Job hin. Ich auch.
Ja, ja, also jetzt geh erst mal schlafen. Du glaubst mir nicht, ne? Nein. Solche emotionalen Ankündigungen, die kenne ich. Dann lässt es halt. Ich habe nur zweimal in meinem Leben wirklich gelebt, Eddie. Beim ersten Mal war jeder kleine Zuhälter wichtiger für mich als meine Beziehung. Wegen der Karriere, Idiot. Du warst jung? Dadurch habe ich nicht nur die Geburt meines Sohnes verpasst, sondern auch die Tatsache, dass er gar nicht von mir war. Und dass ich meine Frau schon seit längerem mit einem anderen vergnügte. Deine Ex ist eine Unternehmerstochter. Egozentrisch, um nicht zu sagen egoistisch. Das weißt du ja selber. Aber Wanda, verstehst du? Wanda und ich, das bedeutet mir was. Das ist wirklich... Ich hab's bemerkt. Trotzdem, du solltest jetzt ins Bett. Nee. Ich soll dir nur noch eins, Eddie. Wach bleiben, und zwar hellwach. Ich habe begriffen, was ich da gefunden habe. Und ich werde in Zukunft alles vermeiden, was das gefährden könnte. Ist für Sie. Wenn ich gleich wieder so hübsch zusammengeschlagen werde, kotze ich das doch sowieso wieder aus. Finden Sie das immer noch so geschickt hier? Wandas Unterlagen über die Elektroschrottverschiffung sind unvollständig. Es fehlen ungefähr 60 Seiten. Wieso so fit? Pillen aus der Apotheke, Frühstück in der Kantine und Einsichten aus diesen Unterlagen. Die von Ihrem Küchentisch? Genau die. Also, Wanda hat sich nach Dahms Ermordung entschieden, sofort zum Tatort zu kommen, stimmt's? Hm. Da hat sie doch garantiert die Unterlagen eingepackt, die für den Fall relevant sind. Hm. Klingt etwas vage. Das finde ich aber gar nicht. Interessanter Gedanke. Also ich habe schließlich heute auch schon was getan. Ich habe vom Gemeindevorstand eine Liste bekommen von allen den Fällen, die Darm betreut hat. Mein Gott, da geht's um kleine Drogenprobleme, Schulangst, Liebeskummer. Mehr was für die Bravo-Redaktion. Tja. Wie passt das alles zusammen? Gar nicht, wenn du mich fragst. Da bin ich anderer Meinung.
Also, Eddie, du bleibst an Dams Hintergrund dran. Sie, Jenny, fragen mal bei ihrer Suko nach, was mit den anderen Fällen ist, die Wanda auf dem Tisch hatte. Und ich finde mal raus, was man hierzulande mit Elektroschrottschmuggel bezeichnet. Ach so. Entschuldigen Sie, Jenny, ich habe Ihnen ja gar nichts mehr aufzutragen. Ja, das stimmt. Würden Sie es vielleicht trotzdem übernehmen? Ja, klar. Danke. Elektroschrottschmuggel. Können Sie mal zuhören? Das ist doch nur wegen unseres Aussehens. Einen dicken BMW hätten Sie auch nicht abgeschleppt. Sie versuchen uns zu helfen. Ja, genau, das innerlich finden Sie das total witzig. Sie lachen sich wahrscheinlich tot darüber, dass hier drei Typen stehen. Und wenn Sie vielleicht gestanden, die auch noch so aussehen, wenn es normaler wäre, ja. Klar. Würden Sie ganz einfach. Im Prinzip haben Sie das auch gleich, okay? Wir sind gleich fertig. Sie haben ein Schild da rechts. Ich will hier weg. Können Sie mal zuhören? Hallo, was Sie können. Schreiben. Ja, schreiben. Warte mal. Der Wagen gehört nicht. Entschuldigung. Der ist geliehen. Entschuldigung. Ich will mich ja nicht einmischen. Dann warten Sie doch einfach ein bisschen. Ja, aber ich meine doch. Wenn das Auto jetzt auf Essen Platz steht und die Bretter weg sind, dann weiß ich, an wen ich mich zu halten habe. Können Sie mal aufhören zu schreiben? Der Brief geht ja nicht mal an uns. Voll los. Wissen Sie, wie lange wir hier schon stehen oder da rumsitzen oder irgendwas? Sie machen ja, Sie tun, was Sie können. Das haben wir eben schon gesehen. Sie tun genau, was Sie können. Sie waren bei Arno Dahm. Meine Auftraggeber wollen wissen, warum. Ihr Auftraggeber? Meine Auftraggeber. Die sich sehr gut dafür bezahlen werden, wenn ich Ihnen die Infos liefere, die Sie brauchen. Und Sie können Gift draufnehmen. Ich liefere immer. Also. Was wollten Sie von Arno Dahm? Arno Dahm? Habe ich nie gehört. Buh. Hier. Ein Bericht von Greenpeace. Seit Anfang 2006 gibt es ein neues Gesetz, das die Hersteller von elektronischen Geräten dazu verpflichtet. Wenn nicht. Ich bin noch nicht fertig. Dass die Hersteller von elektronischen Geräten dazu verpflichtet, Elektroschrott vom PC bis hin zur elektrischen Zahnbürste bei den 2500 kommunalen Sammelstellen abzuholen und zu verwerten. Und zwar auf eigene Kosten. Was ist denn los? Ja, die nehme ich doch sowieso nicht ernst. Was soll ich denn da? Wir hätten noch 10 Minuten warten können. Ja? Fährst du mich jetzt oder nicht? Sonst kann ich auch laufen. Ja. Das ist teuer. Was? Eine umweltgerechte Entsorgung des Elektromülls. Kann ich mir vorstellen. Was ihr euch sicher nicht vorstellen könnt. Einige schwarze Schafe beginnen bereits damit, ihren Elektromüll illegal zu Müllkippen in der dritten Welt zu verschiffen. Weil es natürlich wesentlich billiger ist. Als ob die nicht schon genug eigene Probleme hätten. Das wäre aber dann kein fairer Handel mehr. Absolut nicht. Ich melde mich. Er liebt sie. Mist, mein Vater. Was soll der denn hier? Die haben wahrscheinlich zu Hause angerufen, weil ich wieder nicht da war. Ich komm damit rein. Aber... Keine Widerrede. Na, wie du meinst. Dann lernst du ihn gleich von der richtigen Seite kennen. Und er mich. Aber ich hab dich gewarnt. Ja. Hi. Hi, Jenny. Wo ist der Rest? Dirk ist bei der Staatsanwaltschaft und checkt noch mal Wandas Büro. Und Bianca hat sich hinter die Einbruchserie in der Speicherstadt geklemmt. Und Gitti? Die hängt gerade in der Videoschalte mit Wandas Bruder. Ach, die hat einen Bruder? Ja, in Bethesda, USA. Wusstest du eigentlich, dass Wanda sehr vermögend ist? Dem Haus nachzuurteilen? Klar. Geerbt.
Ja. Von Ihrem Vater. Ist eine gute Partie, die Frau Staatsanwältin. Wie meinst du das denn? Na, Castorf war halt der Letzte, der sie gesehen hat. Und mit ihr nach ihrem Verschwinden telefoniert haben will. Mit ihrem Bruder hat sie kaum mehr Kontakt und vielleicht hat sie ja Castorf in ihrem Testament. Vergiss es. Für den Chef lege ich meine Hand ins Feuer. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Vergiss es. Nicht der Chef? Halten Sie mich für bekloppt? Wir sind hier nicht in einem Ihrer Scheißprozesse, in denen Sie Ihre bekackte Ich-Vertrete-den-Staat-Nummer abziehen können. Was hat Ihnen Arno Dahm erzählt? Ich kenne keinen. Meine Auftraggeber haben eindeutige Beweise. Habe ich das bestellt? Nein, aber mit trockener Kehle redet sich schlecht. Mehr. Hat die so gekratzt? Oder bin ich so gut wie tot? Sie denken zu viel. Ja, ich bin's. So einfach ist das nicht. Die Tante kooperiert nicht, verstehst du? Jetzt piss mich mal nicht an, Mann. Wie? Aber sowas kann immer mal wieder passieren. Wie? Okay. Aber kann ich mal versuchen. Mhm. Ja, ist gut. Nee. Mach du das. Dein Englisch ist besser. Ja, okay, bis dann. Ciao. Was gibt's denn so Dringendes? Was Neues? Steig ein, ich muss dir was zeigen. Nee, du, ich muss noch die Liste von der evangelischen Gemeinde weiter abklappern. Egal, ich habe eine Theorie im Mordfall Dahm und auch wegen Wanders Verschwinden. Wir fahren. Du solltest überhaupt nicht fahren, so wie du drauf bist. Entschuldige mal, ich bin fit. Mein Leben ist in deiner Hand, vergiss es nicht. Herr Kesseling, auf ein Wort, bitte. Siehst du? Herr Kesseling! So, du hältst jetzt mal die Schnauze, klar? Bleib cool, Mann, okay? Hängt von dir ab, Motznase. Ja, ist sehr gut. Okay. Alles das hier wird irgendwann mal wieder fachgerecht entsorgt werden müssen. Und zwar von den Herstellern. Und das kostet. Richtig. Einigen Herstellern ist das wohl zu teuer.
diese Säcke beauftragen Spezialisten, um ihren Müll billiger zu entsorgen. Und so waren dann viele alte Computer und andere ausrangierte Teile als Hilfsgüter getarnt in Entwicklungsländer. Na klasse. Die laden die Container mit dem kaputten Zeug voll, stellen nur vorne eine Reihe von noch gebrauchsfähigen Computern davor, falls man in Kontrolle kommt. Und das Ganze läuft dann als Entwicklungshilfe. Du, das wäre doch. Na, für mich im Büro. Ach, Harry. Hausaufgaben. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Denn da gibt es ein paar Punkte, die mir noch nicht ganz klar sind. Aber da müssen doch irgendwelche Strukturen bestehen. Na klar. Die Hintermänner sitzen größtenteils in Amerika und Frankreich. Seriöse Geschäftsleute, die nach außen hin mit Importautos, Meerestieren oder was weiß ich handeln. Als Pseudogeschäfte, meinst du? Ja. Die Drecksarbeit mit dem Müll lassen sie allerdings angeheuerte Handlanger machen. Und woher hast du das alles? Vom Zoll. Aha. Tja, dann sollten wir da vielleicht mal hin. Ja, aber vorher fahren wir zu Dahms Partner, diesem Müller. Ach, du meinst, er steckt da mit drin? Für diese Theorie könnte sprechen, dass Wanda so aufgeregt reagiert hat, als sie von Dahms Ermordung erfuhr. Sie hat ja wegen dem Elektroschrottschmuggel recherchiert. Und Dahm hat sich mit Müller zerstritten. Ja, ja. Passt, oder? Würden Sie bitte hier kurz Platz nehmen? Na klar. Herr Müller. Könnte Ihr ermordeter Partner Dahm dahinter gekommen sein, dass einer seiner Kollegen nebenbei ein höchst einträgliches, aber illegales Geschäft mit dem Export von Elektroschrott betreibt? Wo ist der Rest dieser Akten? Wer weiß noch Bescheid? Wer? Ich sage Ihnen was, Herr Müller. Ihr Partner Dahm ist Ihnen auf die Schliche gekommen. Sie haben... Mir? Ich habe nichts damit zu tun. Wer dann, Herr Müller? Es ist absurd, ich meine... Der Name! Es ist mir peinlich, einen so integren und einflussreichen Kollegen überhaupt wegen eines solchen Gerüchts bei der Polizei anzuschwärzen. Was für ein Gerücht? Es war auch wieder so ein... Eine Mutmaßung von Dahm, so ein sozialer Gehirnfurz. Ich glaube nicht, dass er... Der Name, Herr Müller! Karl Dursthoff. Der Vorsitzende der EVH, des Exportverbandes. Tja, ich dachte halt... Geh ich mal ins Präsidium, auch wenn Doro nicht mitkommt. Zumal der Dahm echt feiner Kerl war. Der hat uns ernst genommen und auch wirklich zugehört. War der danach eigentlich bei Doros Eltern, bei den Kesselings? Ja, klar. Da hat er sich nichts geschissen. Sie wissen ja, wer auch ein Kessling ist, oder? Und Dahm ist einfach mal ganz brav hin. Und hat mal nachgefragt wegen dem Internat, dass das Ganze ja eher eine schlechte Idee ist und sowas. Und wie hat Jochen Kessling reagiert? Keine Ahnung. Dahm hat Doro danach angerufen und wollte sich mit ihr in seinem Büro treffen. Wollte ihr wohl alles Mögliche erzählen. Dann ist Doro halt hin. Bisschen blöd gelaufen. Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht. Herzlichen Dank. Nicht dafür.
Aber Doro bekommt auch deswegen jetzt keinen Druck oder so, oder? Ach was. Sonst nehmen wir sie in Schutzhaft. War ein Witz. Ach so, okay. Tschüss, ne? Tschüss. Ach, dicke Sei. Darm hatte Durstdorf im Verdacht, an Elektroschrottschiebereien in die dritte Welt beteiligt zu sein. Wieso hat er diesen Verdacht? Keine Ahnung. Ich wollte diesen verqueren Käse auch nicht hören. Und dann? Jetzt lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Darm wollte diesen Verdacht überprüfen und notfalls zur Anzeige bringen. Ich hielt dieses Vorhaben für anmaßend und übertrieben. Warum? Schließlich ist Durstdorf ein angesehenes Mitglied der Hamburger Gesellschaft. Ist auch angesehene Mitglied der Gesellschaft. Und doch haben Sie sich die Unterstützung Ihrer Betriebsräte gekauft. Durch Vögeleien im Privatpuffs. Da hat er recht. Hat Darm Durstdorf mit seinem Verdacht konfrontiert? Ja, leider. Und? Wie hat er reagiert? Das Resultat dieses selbstgerechten Amoklaufes war, dass unsere Fair Global GmbH durch die Intervention von Durstdorf alle Vertriebswege verloren hat. Ein anderes Resultat könnte allerdings der Tod von Herrn Darm gewesen sein, hier an dieser Stelle. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jenny Kastorf hier. Es gibt Neuigkeiten. Wo stecken Sie gerade? Sie werden es nicht glauben, Chef. Ich bin auf dem Weg zu Jochen Kesseling. Genau der. Will dich jemand sprechen? Die Polizei. Endstation. Fallen lassen. Endstation ist vor allem für Sie. In 2 Minuten ist die Polizei da. Kommen Sie. Geben Sie mir Ihre Waffe. Ich sorge dafür, dass Sie Männer der Umstände bekommen. Komm. Das ist deine letzte Chance. Gib sie mir. Komm. Tu es nicht! Sie bleibt! Zurück! Noch die Hände hoch. Los! Ich bin Jenny. Du bist die Doro? Ja, das ist mein Mann. Ich habe ihn natürlich angerufen. Aha. Lass mich nur machen.
Was geht hier vor? Man holt mich aus einer Sitzung? Guten Tag, Herr Innensenator. Mein Name ist Jenny Graf und ich habe Sie aus keiner Sitzung geholt. LKA? LKA. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich müsste Ihrer Tochter ein paar Fragen stellen. Unter vier Augen. Um was geht es denn bitte? Es kann sein, dass Ihre Tochter einen Mord beobachtet hat, Herr Innensenator. Ach so? Ja. Ja. Wir setzen uns, ja? Okay. Wie bitte? Ja. Okay. Stehe. Nee, glaube ich nicht. Aus der Alten ist nichts rauszukriegen. Okay. Und wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Geh du mal nach Hause. Ja, ich höre. Alles gut. Kein Problem, kein Problem. Allerdings müssen wir dann nochmal über den Preis sprechen. Ja. Reise, Frau Staatsanwältin. Wie? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Verstehst du sie? Tja, unser Kommunikationsproblem scheint sich weiter fortzusetzen. Und tschüss. Wissen wir vom Elektroschmuggel. Und natürlich wissen wir auch, dass es weltweit operierende, gut organisierte Banden gibt, die diesen Schrott einfach in die dritte Welt entsorgen. Wie gehen diese Leute vor? Das ist ein äußerst undurchsichtiges System, Herr Kastorf. Wir vermuten, dass die Drahtzieher des Geschäfts gezielt schon etablierte Reedereien und Kaufleute ansprechen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Über deren Firmen und Einrichtungen läuft an der Hand. Von außen völlig unsichtbar. Und somit nur in Glücksfällen durchschaubar. Mafiöse Strukturen also? Ja, eindeutig. Die Schweine sitzen unbehelligt im Ausland, sonnen sich auf ihren Yachten und versauen die Welt. Während ihre gut bezahlten Büttel für sie über Leichen gehen. Kaffee? Ja, gerne. Aber da muss man doch irgendwo ansetzen können. Ihr fasst doch sicher mal einen dieser Typen, oder? Nur die Kleinen. Und die wissen meist nicht einmal, für wen sie arbeiten. Der Deal läuft meist über Handy und Internet mit zwischengeschalteten Mittelsmännern. Milch? Zucker? Kein Zucker. Und so wird die Frau Staatsanwältin kostengünstig mit entsorgt. Das Ding noch verblompen und den ganzen Scheiß hier aufräumen. Alles klar. Hast doch nichts vergessen? Gut. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Vater nichts mit dem Anschlag auf Darm zu tun hat. Als Innensenator wäre auch schön blöd, oder? Ich dachte halt wegen Ben und Seelchen und ach, ich weiß nicht, dann habe ich geglaubt, dass... Als ich in deinem Alter war, habe ich auch vieles geglaubt, was so nicht ganz stimmte. Ist halt alles nicht so einfach mit 13. 14. Sorry, 14.
Natürlich. Aber trotzdem, Doro, wir brauchen jetzt deine Hilfe, um den Mann zu finden, den du hast wegfahren sehen. Sonst macht er noch mehr Mist. Verstehst du? Frage ich mal was ganz Ketzerisches. Wieso ist eigentlich der Schmuggel mit diesem Elektroschrott so übel? Also Holicek, bitte. Jetzt lass mich doch mal. Ich meine, vielleicht können ja die aus der dritten Welt wirklich davon profitieren. Mein PC zum Beispiel ist validiert, aber wenn man ihn im Tritt gibt, dann geht er doch noch. Man muss ja nicht immer alles gleich wegwerfen. Vielleicht kann so ein Hilfswerk ja noch was draus machen. Hilfswerk. Das läuft dann doch ein bisschen anders, Herr Holicek. Bertram, gib doch mal die Fotos, bitte. Also. Nehmen wir mal an, Ihr alter PC wird tatsächlich in die dritte Welt geschmuggelt, Herr Holicek. Dann würden die Menschen ihn dort mit bloßen Händen in seine Einzelteile zerlegen, um Materialien wie Kupfer, Nickel, Eisen und Gold zu gewinnen. Die für diesen Prozess benötigten Säuren versickern dann in den Boden und in den Flüssen und verratzen so die Umwelt. Nachhaltig. Hier, schauen Sie mal. Da wäre Ihr alter PC. Viele Kinder. Ja, leider. Mit ihren kleinen Fingern kommen sie am besten in die Geräte rein. Werden allerdings auch am schnellsten vergiftet. Herr Mager. Haben Sie und Ihre Kollegen Erkenntnisse, dass es auch hier in Hamburg solche Elektroschrottschiebereien gibt? Nee, also das halte ich für eher unwahrscheinlich. Da haben wir aber inzwischen andere Erkenntnisse. Nase ist irgendwie zu platt. Der hatte eher so eine Nase, ja, wie sie. Da kommt hier Freude auf. So, was ist denn mit dem? Das ist ein Türke. Ich hab doch gesagt, der Typ sah deutsch aus. Gut. Da haben wir dann noch den Herrn hier im Angebot. Bitte schön, Ihr Kaffee. Es war gut, dass Sie zur Polizei gegangen sind. Ja, finde ich auch. Bist du dir sicher? Ja, der hat sogar noch die gleiche Frisur. Wer ist denn das? Hans Kollertz. Na und? Heißer Kandidat. 3 Vorstrafen wegen Körperverletzung. 10 Jahre lang war er Auftragsschläger der albanischen Kiezmafia.
Nach deren Zerschlagung hat er sich selbstständig gemacht. Selbstständig? Jenny meint, er heuert dort an, wo die Bezahlung stimmt. Ich sag mal eben zu Hause Bescheid. Zu Hause? Beim LKA. Die Kollegen wissen sicher, wo Kollatz gerade steckt. Das ist ein Stammkunde. Trotzdem wird Tore aufs Internat gehen. Sie ist einfach zu schlecht in der Schule. Na dann viel Spaß. Ich war auch mal in so einem Laden. Das Einzige, was ich dort gelernt habe, war Kiffen. Herr Innensenator, auf ein Wort. Ich bräuchte einen Schwung Genehmigung, und zwar auf dem kleinen Dienstweg. Zentrale, hier Sperber 1. Position vor IEVH bezogen. Hallo Leute, hier Sperber 2. Stehen vor Haus. Wie heißt er noch? Kollatz. Kollatz, Hubstraße 13. Stecken dahinter. Ich möchte sofort meinen Anwalt sprechen. Sofort. Kastorf, Kripo Hamburg. Dann geben Sie Ihrem Anwalt doch gleich telefonisch weiter, dass soeben auf uns geschossen wurde. Und zwar in einem Ihrer Lagerhäuser. Tja. Überhaupt nichts zu sagen ist auch eine Aussage. Na gut. Dann spielen wir halt das alte Bildchenspiel. Schon mal gesehen? Danke.
Morgen. Fingerabdrücke, Speichenreste und Spuren. Verstoß gegen internationale Handelsgesetze, Anstiftung zum Mord an Arno Dahm und, falls Sie jetzt nicht ohne Wenn und Aber mit der Polizei kooperieren sollten, Mitschuld an der Entführung der Staatsanwältin Wilhelmi, mindestens durch unterlassene Hilfeleistung. Mein Mandant verweigert ab sofort die Aussage. Wo ist der Durchsuchungsbefehl? So, und was genau werfen Sie meinem Mandanten nun vor? Moment. Kastorf? Ja? Chef, es gibt Neuigkeiten. Ja. Ja, hab ich verstanden. Okay. Die Staatsanwältin Wilhelmi wurde in einer ihrer Lagerhallen gefangen gehalten. Man hat sie auf ein Containerschiff gebracht. Gefesselt. Sie sollten sich jetzt sehr genau überlegen, ob Sie nicht doch kooperieren wollen, Herr Dorsdorf. Dein Mann. So. Und jetzt ist hier mal Schluss mit lustig. Hallo, Mama. Das ist Ben, Doros Freund. Tag. Tja. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Hallo, Jungs. Hi. Sie haben sich da auf etwas eingelassen, was weder gut für Sie, noch für Herrn Dahm, noch für Frau Wilhelmi und schon gar nicht für die Dritte Welt war. Sagen Sie jetzt nichts mehr, Herr Dorsdorf. Ich habe bereits eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet. Also, warum? Sie haben doch alles, Herr Dorsdorf. Ihre Firma läuft gut. Scheint so. Ah ja. Da haben Sie sich auf ein lukratives Zweitgeschäft eingelassen, mit zwielichtigen Geschäftspartnern. Stimmt's? Ja, der hat uns das Geld gegeben. Es wird langsam Zeit. Das finde ich aber auch, Herr Rechtsanwalt. Was für ein Geld, meinte die junge Frau. Herr Dorsdorf. Herr Dorsdorf, erstens ist gerade in einer Ihrer Hallen auf uns geschossen worden. Zweitens haben wir eine Aussage, dass eine Staatsanwältin auf Ihrem Firmengelände gefangen gehalten wurde. Und drittens hat jetzt soeben eine der Entführung dringend Tatverdächtige Sie als den Drahtzieher wiedererkannt. Das Spiel ist aus, Herr Dorsdorf. Was für ein Geld, meinte die junge Frau. Meine neuen Geschäftspartner haben für mich neue Mitarbeiter für Spezialaufgaben angeworben. So nannten sie dieses Kiezgesindel jedenfalls. Ich durfte sie bezahlen, während meine Geschäftspartner sie instruierten. Geschäftspartner? Was sind das für Geschäftspartner? Die Elektroschrottleute.
Sie sind bei mir eingestiegen, als ich in Schwierigkeiten war. Tja, so läuft das also. Darm hat davon was mitgekriegt, ja? Darm kam dem Ganzen durch einen unglücklichen Zufall auf die Spur. Er war der Vormieter von meiner Elektroschrottlagerhalle. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Tja. Darm bekam aus Versehen eine Sendung an seine alte Adresse geliefert. Und als er die Lieferung abholte, da schaute er halt neugierig nach, was da anstatt seiner Fairglobal-Produkte nun gelagert wird. Verstehen Sie mich jetzt? Ja. Er konnte sich also genau vorstellen, was da abläuft. Dan war durch seine Firma mit den Problemen der Dritten Welt gut vertraut. Zu gut. Hat er sie zur Rede gestellt? Hier. In diesem Büro. Und? Er kündigte an, bei der ihm persönlich bekannten Staatsanwältin Wilhelmi Strafanzeige gegen mich zu erstatten. Haben Ihren neuen Geschäftspartnern von Darms Besuch erzählt? Was hätte ich sonst tun sollen? Meine Geschäftspartner bedeuteten mir, dieses Problem nachhaltig lösen zu wollen. Da haben die nicht zu viel versprochen. Es sollte eine letzte große Lieferung werden. Ein letzter Coup. Danach hätten wir aufgehört. Mit einer Leiche im Keller? Ich war entsetzt. Und ich bin entsetzt. Die Firma heißt TPWP Export und sitzt in Seattle. Ich hatte dort mit einem Herrn zu tun, der sich President nannte. Der war auch mal hier in Hamburg. Du solltest jetzt langsam zu Hause anrufen. Ah ja? Eine Frage bleibt natürlich bestehen. Hm? Soll ich nun meinen alten Computer wegwerfen oder nicht? Ich danke euch. Gerne.